Guten Morgen. Sie sind zu spät. Tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben eine gute Ausrede. Es hat geregnet. Kommen Sie mal her. Näher. Küssen Sie mich. Sie wollen einen Kuss von Ihrer türkischen Putzfrau? So könnte man das ausdrücken, ja. Das ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das würde ich jetzt so nicht sehen. Schmuckladen und 40 Jahre wahre Freundschaft. Aber für mich bist du der schönste Schmuck in deinem eigenen Laden. Ein kleiner Diamant mit einem Herz aus Gold. Oh. Ben yoruldum bayağı ya. Uzun sürdü bu. Ne, iki saate kadar giderler. Hadi git yapacağım. Fast so schön wie die Eröffnungsfeier. Steht dir gut. Das verzeih ich dir nie. Was ist passiert? Manche! Hey, du sagst mir jetzt, was los ist. Thank you.
Ich habe einen Hund überfahren. Und Peter verlässt Meinchen. Ich muss noch mal hin. Vielleicht lebt er noch. Kommst du mit? Ja, ja, natürlich. Dann gehen zum Tierarzt. Ich verlasse dich. Ich habe mich verliebt. Und jetzt? Hast du deine Zigaretten versteckt?
Laden aufmachen? Hast du kurz Zeit? Gleich einen Termin. Ich muss nächste Woche ein paar Tage weg. Dienstlich? Na klar. Und wohin? Nach Berlin. Kannst du den Fahrrad für mich übernehmen nächste Woche? Ich kann den nicht erreichen und schaff's auch nicht, mal hinzufahren. Danke. Ich schick dir dann die Unterlagen rüber. Hast was gut bei mir. Ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Wir haben leider kein einziges Zimmer mehr frei. Wie bitte? Es ist gerade Herz-Kreislauf. Kongress. Deswegen, da werdet ihr in der ganzen Gegend Dings mehr finden. Was hast du denn jetzt vor? Ich möchte mit dir zusammenziehen. Was hältst du daran? Ich dachte, du freust dich. Du willst mit mir zusammenleben? Ich suche eine Wohnung für uns. Ich habe schon im Internet geguckt. Paran kommt natürlich mit. Als Arbeitszimmer, ich arbeite hier zu Hause. Wir werden auf jeden Fall da sein. Orgel, was dabei? Ja. Danke. Herr Sarowski, warum kommen Sie nicht zu mir und reden mit mir? Ja, reden, reden, reden. Meine Frau hat mit mir geredet. Mich provoziert ohne Ende. Habe ich die Kontrolle verloren.
man die Kontrolle verliert, dann rutscht einem vielleicht mal die Hand aus. Aber jemanden mit bloßen Händen umbringen, dazu gehört schon einiges. Sind Sie verheiratet? Sie werden wegen Mordes angeklagt, Herr Sarowski. Soll ich Ihren Arbeitgeber informieren? Ja. Ihre Anhörung ist nächste Woche. Mit allem anderen warten wir bis dahin. Und die Katze? Tierheim? Bis nächste Woche. Danke. Machen Sie es gut. Merz? Ah, meint ja, hallo. Wie ich dir gesagt habe, sie schläft. Ja, das sage ich ihr. Gerne. Tschüss. Möchtest du etwas? Red mit mir. Sag was.
Morgen zur Wohnungsbesichtigung. Warum? Ja, weil ich wusste nicht, was ich Robert sagen sollte. Der will immer ganz genau wissen, wo ich bin und was ich mache. Warum hast du nicht im Büro geschlafen? Lilith geht's nicht so gut. Okay. Ich habe im Gästezimmer geschlafen. Kannst du morgen? Um zwei? Um zwei. Patan hat ein Handballturnier um zwei. Ich muss jetzt auch gleich schon wieder los. Ich weiß, du findest eine schöne Wohnung. Lilith? Ich hab dir eine Suppe gemacht. Messer? Du hast gekocht. Naja, beinahe. Was ist? Ich bin nebenan.
Kaffee machen. Mein Kopf war so ein Durcheinander. Da habe ich alles aufgeschrieben und irgendwie ist dann ein Brief daraus an dich geworden. Soll ich ihn dir vorlesen? Ich habe mich dir immer so verbunden gefühlt. Ich dachte, du könntest ohne mich nicht leben und ich müsste mich um dich kümmern. Ich kann verstehen, warum du dich in Miriam verliebt hast. Sie ist irgendwie besonders. Ich dachte von mir nie, dass ich besonders bin. Ich habe immer das getan, was andere von mir erwartet haben. Das fing schon als Kind an. Dabei habe ich völlig vergessen, was ich eigentlich will. In ein paar Jahren bin ich 50 und ich war... Ich weiß nicht, wer ich bin. Unser Leben verlief irgendwie so glatt. Irgendwann haben wir aufgehört, wirklich miteinander zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass du manchmal nachts wach liegst und nicht schlafen kannst. Aber ich habe dich nicht gefragt, warum. Ich bereue, dass ich nichts gesagt habe. Und dass ich nicht zärtlicher zu dir war. Bis dahin bin ich gekommen. Ich geh schlafen. Soll ich dich wecken? Kaffee? Ich hab keine Zeit mehr. Tschüss. Einziehen.
Ich kann nicht mit dir zusammenziehen. Was soll das heißen? Joad nimmt mir Badern weg. Du lebst in Deutschland. Du hast Rechte. Er kann dir Badern nicht einfach wegnehmen. Und dann bringt er ihn in die Türkei und ich sehe ihn nie wieder. Jetzt geht's um die Türkei. Du willst doch in Deutschland leben. Du bist verheiratet und hast einen Liebhaber. Es geht um meinen Sohn. Vielleicht, wenn er älter ist. Ja. Und wie viele Jahre später? Ich möchte mit dir zusammen sein. Das musst du mir glauben. Hey, hast du deine Mailbox nicht abgehört? Wir Mädels gehen heute shoppen. So? Ja, siehst doch gut aus. Hey, was ist denn los? Du sagst mir jetzt sofort, was los ist. Nichts, wirklich. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe einen Termin bei Frau Groß. Ja, einen Moment bitte. Wir schauen mal hin, was? Und dann können Sie sich nochmal treffen. Ja. Das ist sie. Ja. Ja, warte. Du bist verrückt. Au! Oh, Entschuldigung. Ja, die Länge würde ich im Prinzip so lassen. Ich könnte ihn aber ein paar Stufen schneiden. Das gibt dem Haar etwas mehr Textur. Die Haare. Danke. Meinst du nicht, das ist alles ein bisschen viel für dich? Nein. Es geht doch gut. Alles gut. Oder aber, wenn Sie etwas ganz anderes möchten, dann... Darf ich vielleicht was fragen? Ja, gerne. Ja, es ist so, mein Mann, die hat eine Affäre mit einer Friteuse. Was sehr ungewöhnlich ist. Ich meine natürlich Friseuse, das verstehen Sie. Er ruft mich jeden Tag an und er betet mich auf beide Knien, ob ich ihn wieder zurücknehmen soll. Weil er hat nämlich genug von seiner Friseuse-Affäre. Sie soll nämlich zu flach sein. Nein, nicht nur von oben, aber auch von hinten. Und ja, es kotzt ihn. Aber wissen Sie, was ich Ihnen empfehlen würde? Sie sollten Ihren grauen Haaransatz färben. Das macht Sie wirklich jünger. Aber es sind natürlich nicht die grauen Haare, auch nicht die Falten und das Alter. Der Mann liebt seine Frau einfach nicht mehr. Die Friseurin ist nicht eifersüchtig. Das sagt der Mann nur, um seine Frau zu schonen. Meine Kollegin wird Ihnen die Haare färben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Da habe ich es doch ganz gut gegeben, oder? Ich weiß, wie sehr dir Peter fehlt. Aber wenn du den zurückhaben willst, dann darfst du sowas nicht machen.
Date? Möchtest du auch was essen? Nein, danke. Willst du auch ein Bier? Gerne. Entschuldige. Ich glaube, wir haben eine Maus in der Küche. Was? Das hat die Chance für unser Leben, Falle. Wo ist die denn? Du bringst sie doch sowieso um. Nein. Die setzt man 30 Kilometer entfernt aus. Und dann findet sie den Weg nicht mehr zurück. Was hast du dir ausgedacht? Das habe ich in einem Dokumentarfilm gesehen. Vor 7 Jahren war ich auch mal verliebt. Erinnerst du dich noch, als ich dir erzählt habe, dass ich mit Meintje übers Wochenende wegfahre? Ich bin sogar noch einen Tag länger geblieben. Da war ich mit jemand zusammen. Starlight Express? Hamburg. Du hast nichts gemerkt. Ist das was Ernstes? Ja, irgendwie schon. Du wolltest mich verlassen? Und warum hast du es nicht getan? Kann doch mal passieren, dass man sich verliebt. Hat sowieso nicht so lange gedauert. Ehrlich gesagt hat es viel länger gedauert, ihn wieder loszuwerden. Das hast du dir ausgedacht, ne? Du bist so verdammt selbstsicher, dass du dir nicht mal vorstellen kannst, ich könnte mich für andere Männer interessieren. Bei Miriam und mir ist das anders. Wie ist es denn? Toll. Hallo, wie geht's denn? Gut. Wollen Sie was essen? Nee, danke. Kann ich kurz mit Miriam sprechen? Ja, sicher. Ist wegen der Arbeit? Waren Sie unzufrieden? Arbeitet sie deswegen nicht mehr bei Ihnen, oder? Ach was, nein, das hat überhaupt nichts mit ihr zu tun. Ich wollte nur fragen, ob sie heute Abend bei uns aushelfen kann. Wir kriegen Gäste und meine Frau schafft das nicht alleine. Ja, ich kann sie fragen. Kleinen Moment. Schön. Na, wie ist es, Miriam? Bilmem, sen tek başına buradasın. Ne diyorsun? Ben yaparım burayı, sorun değil. Okey. Tamam Osman, gidelim. Gut. Wie lange wird's denn dauern? Keine Ahnung. Kann spät werden. Okay, ich hole dich ja ab nachher, ja? Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Ich bringe Sie wieder nach Hause. Machen Sie keine Sorgen. Ben seni ararım sonra. Akşam. Tamam. Okay, hadi görüşürüz. Gut, tschüss. Nie. Nie wieder. Ich habe eine Überraschung für dich. Nicht böse sein. Thank you.
Schön. Zu unserer. Ab heute. Ich hab dir doch gesagt, dass ich... Schlüssel kannst du da haben. Var mıydı? Vardı bir iki kişi. Meryem. Efendim. Telefonun niye kapalıydı? Açmayı unutmuşumdur. Açmamış. Benden bir şeyler gizlemiyorsun değil mi? Lass mich in Ruhe, rahat bitte. Wie, lass mich in Ruhe? Sen benim karımsın. Bundan sonra Baran'ın yanında yatmayacaksın, tamam mı? Wo warst du, Mama? Arbeiten. Bei den Olo. Ne olursa olsun, annesini sevdiğini hiç unutma, tamam mı? Tamam mı? Sen benim bir tanemsin. Canım ciğerimsin. Ich hab dich auch lieb, Mama. Und? Geht so. Ich koche das jetzt seit 20 Jahren. Du hast mir nie gesagt, dass dir das nicht schmeckt. War wahrscheinlich ein Fehler. Warum? Weil du mich verlassen hast. Bist du jetzt eigentlich glücklich? Macht nichts. Ich auch nicht. Aber ich habe was, was uns glücklich macht. Ne yapıyorsun sen? Hey hey hey, ne yapıyorsun? Ver şu telefonu. Ver şu... Ya ver, saçmalama, ver şu telefonu.
Sen deli misin, manyak mısın? Nesin be? Anton! Geleceksin! Merhaba sevgilim. Wo? 20 Minuten. Ne olursun gitme Ruth. Neden gitmeyeyim? Neden? Ne istersen yaparım. Ne istersen yaparım. Ruth, Ruth'u inmez. Ruth'u inmez. Hör zu, ich sag's einmal. Du lässt deine Finger von Miriam, ist das klar? Miriam gehört dir nicht. Halt dich raus aus unserem Leben. Ich hab dich gewarnt. Soll ich schlafen? Gehst du erst mal im Bett? Ich kauf dir ein Bett. Was hältst du davon? Du gehst jetzt ins Bett. Ich komm hier. Doch, es ist schon spät. Wer ist denn das nächste Mal? Ich bring ihn gerade ins Bett, ja? Hadi.
Tee. Ich muss leider gleich wieder los. Schlägt Baran noch? Wann kommst du wieder? Leider ist heute Abend. Ich will vorher noch zum Anwalt. Kannst du nicht früher kommen? Ich möchte es lieber gleich erledigen. Und was ist mit uns? Mit Baran und mir? Ihr bleibt heute erstmal zu Hause. Ich kann ihn für ein paar Tage vom Kindergarten abmelden. Ja, und dann? Wir müssen weg. In eine andere Stadt, viel, viel weiter weg. Wir sind gestern hier eingezogen. Ja, aber dort findet mich hier doch. Der ist doch nicht blöd. Dafür braucht er höchstens ein paar Tage. Ich kann dir nicht alles, mir nichts, dir nichts stehen und liegen lassen. Menschenskind, stellst du dir das vor? Das geht nicht. Aber von mir verlangst du das. Sollen wir schummeln? Lübitz. Wie geht's, Meintje? Du weißt Bescheid, oder? Geht dich trotzdem nichts an. Mal den Hackbraten. Warum willst du keine Gewalttäter mehr annehmen? Ich bin voll. Ich habe jetzt gerade wieder einen Mord. Ich kann hier Gerede einfach nicht mehr hören. Was ist denn los? Willst du, dass ich dich versetze? Nein. Zwei Fälle kann ich noch aufnehmen. Und überhaupt, habe ich nicht noch was gut bei dir?
Hör die Tür auf. Was ist denn los, Mensch? Die Tür auf. Warte, ich komme von der anderen Seite. Dennis? Hallo, wie geht's ihr? Ihre Frau ist nicht in Lebensgefahr. Werden Sie noch 2-3 Tage zur Beobachtung hier behalten. Ihre Frau hat viel Blut verloren. Herr Dennis, sie hatte eine Fehlgeburt. Tut mir leid. Sie können noch ein paar persönliche Sachen vorbeibringen. Merak etme canım, iyileşeceksin sen. Yarın Baran'ı da getiririm. Beraber sizin ziyarete geliriz, tamam mı? Steig aus.
Bitte komm raus. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Keine Ahnung. Vielleicht 3 Tage. Auf dem Land arbeiten sie langsamer. Vielleicht nur einen Tag. Nur einen Tag? Ich wünschte, die Pferde würden noch mal kommen. Ich habe immer gedacht, du verstehst mich. Auch wenn ich nichts sage. Und dann habe ich mich manchmal gewundert, dass du mich nie verstanden hast. Aber gesagt habe ich nichts. Ich. Komm, der Hund doch ab. Ich kann nicht. Das ist unsere Lebensversicherung. Die wird in 5 Jahren fällig. Das heißt, die wird ausbezahlt. Schau, kannst dir überlegen, ob du das alles in einer Summe haben willst. Oder ob du sie es monatlich ausbezahlen lässt. Oder ob du es vielleicht sogar wieder anlegst. Rente weiß ich nicht, wie das wird. Die haben wir von uns zusammen ausrechnen lassen und jetzt höre ich viel früher auf zu arbeiten. Vielleicht ist es besser, wenn du hier wegziehst. Warum? Die Leute werden reden. Ich habe gute Freunde.
mir, wenn es nicht geht, dann vermietest du das Haus oder verkaufst es. Du kannst auch in Stuttgart leben und trotzdem deine Freunde treffen. Oder wenn du einen anderen Mann kennenlernst. Wie findest du eigentlich den Krüger? Den Krüger? Spinnst du? Ich finde ihn ganz nett. Dann heirate du ihn doch. Mich immer nur gestreichelt, wenn du was von mir wolltest. Und ich habe mir gewünscht, dass du einfach mal so meinen Rücken streichelst. Ohne was von mir zu wollen. Das hast du mir nie gesagt. Ich habe mich damit abgefunden und irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr vermisst. Ich bin eben nicht so der Streichler. Genau das hast du immer gesagt. Wenn ich dann doch mal was gesagt habe. Schade, dass wir keine Kinder kriegen konnten. Die wären bestimmt süß geworden. Wie du. Das Pferd her. Es gehört dir. Du hast es gekauft? Ja. Um die Uhrzeit. Freust du dich nicht? Doch. Das ist wunderschön. Danke. Ich habe mir gedacht, wir können die Garage zum Stall ausbauen. Du könntest mit dem Pferd auch zur Arbeit reiten. Du brauchst dein Auto nicht mehr. Meinst du denn, das geht? Sicher. Aber wo soll ich das Pferd lassen während der Arbeit? In meinem Büro. Mit den Pferdeäpfeln können wir den Teppichboden düngen. Der wächst dann besser. Ein Witz. Irgendwie bist du anders. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Das Pferd und ich tauschen jetzt die Körper. Dann geht das Pferd ins Gefängnis und ich bleib hier. Das geht doch nicht. Doch. Blutaustausch. Du schneidest dem Pferd und mir eine Ader auf und verbindest uns dann mit dem Schlaf. Da sind wir ganz kurz tot. Nimm schon.
Du bist verrückt, ich kann das nicht. Du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Alle sehr nett zu mir. Ich muss dir was sagen. Ich möchte allein leben. Mit Baran. Verstehst du das? Ich kann es dir nicht sagen. Das wollte ich dir zum Geburtstag schenken. Danke. Du? Ich habe eben die Polizei angerufen.
könnten uns auch beide umbringen. Stimmt. Thailand soll dafür sehr gut geeignet sein. Ich mein's ernst. Ich kann mir vorstellen, mit dir zu sterben. Ich will aber nicht sterben. Und du auch nicht, hörst du? Guck mich an. Wahrscheinlich werden wir nie wieder zusammen verreisen. Sagt es nicht. Für Senioren gibt es sehr günstige Angebote. Warum können wir nicht weg? Nur eine Woche. Du willst eine Woche nach Thailand? Ja. Gut. Bestell schon mal ein Taxi. Hast du deine Beruhigungstabletten schon genommen? Jetzt sagst du bestimmt gleich. Wenn viele Kinder mitfliegen, passiert nichts. Der liebe Gott lässt Kinder nicht abstürzen. Ich hol schnell noch eine Zeitung. Beeil dich. Unser Flug ist schon aufgerufen. Hast du den Piloten gesehen? Ja, warum? Du findest ja sehr betrunken aus, stimmt's? Naja, sind ja viele Kinder an Bord. Hast du die Adresse vom Hotel und deine Badehosen eingepackt? Guck mal nach unten. Wir sind schon da. Es ging aber schnell. Wie schön. Hast du was gehört?